Blub, Leute, willkommen zurück zu Let's Play XCOM 2. Wir sind immer noch in Vergeltungsmission und wie ihr seht, läuft die nicht wirklich gut. Noch zwei Leute mehr gekillt und wir haben verloren. Oder eigentlich noch drei mehr. Weil ich auch wenig rette. Ich meine, warum auch? Das Gefährliche ist ja, dass die hier ankommen. Und vor allem, dass der Torwächter jetzt sich geöffnet hat. Sehen wir endlich mal, wie das Ding offen aussieht. Richtig. Und gemeint hat, hier seine Zombies zu spammen. Hat dabei aber zum Glück noch einen von seinen Leuten so stark beschädigt, dass ich ihn one-hitted habe. Den anderen mitbeschädigt und sein Schild entfernt. Und einen der eigenen Leute getötet, die ich unter Gedankenkontrolle hatte. Sehr gut. Hat zwei Zombies erschaffen, aber sobald wir ihn platt haben, sind die Zombies auch kein Problem mehr. Er hat sich geöffnet und damit sogar noch Rüstung verloren anscheinend. Sehr cool. Wie sieht's aus? Wenn ich dich da vorne hinsetze, könntest du ihn treffen. Wahrscheinlich. Wir müssen ihn geschützt. Ich bin mir nicht, ob sie näher rankommen würde, wenn du... Wölte, wie man so schön sagt. Die Zombie triffst du am besten. Das bringt mir leider gerade gar nichts. Nee, dahin kannst du nicht treffen. Weißt du was, du gehst jetzt hier hin. Nähere mich der Zielposition. Das ist auch keine schlechtere Deckung. Oh doch, ist es sogar. Oh well. Aber gut, wir haben jetzt zumindest einen mehr gerettet. Das ist schon mal gut, da kann nichts mehr passieren. Und dann werfen wir dem eine Granate ins Face. Sehr gut. Und jetzt ist er von allen, von allen Seiten ungedeckt und wir können ihn wegballern. I hope. So, du gehst dahin. Sie hätte auch dahin gekonnt, ne? Aber ich will sie näher an dem Torwächter haben. Damit ich den Torwächter auch wirklich plätten kann jetzt. Oder möglichst auch stark beschädigen kann. Sehr gut. Trotzdem Streifschuss. Boah, du hast auf die Entfernung gestreift. Also bitte. Mensch, Viridian. Manchmal, ne? Bin ich mir echt nicht sicher, was ich mit dir hier anfangen soll. Er kann in die Richtung gehen. Wir müssen im Endeffekt auch wirklich in diese Richtung gehen. Aber erstmal brauche ich eine Firepower eigentlich woanders. Okay. Erstmal du vor. Ja, ich hatte gehofft, dass sie jetzt hier hingehen kann. Damit ist sie auch gut geschützt gegen den. Dann... Säurebombe. Sofort. Ich glaube, ich töte damit keinen Zivilisten, das wäre schlecht. Sehr gut, alles drei zerschmettert. Er hat Säurebrand, er hat zwei Schaden bekommen. Großartig. Oh, und jetzt hat er sich wieder eingepackt und hat nochmal... Wirklich? Der hat schon wieder zwei bekommen? Das ist ja bescheuert. Die Frage ist halt, versuchen wir ihn nieder zu fokussen oder versuchen wir die Zombies... Oder töten wir einfach so die Zombies noch? Ist halt super für die XP, aber nicht, dass ich die XP jetzt gerade bräuchte. Ja, echt, der hat jetzt echt wieder drei Rüstungen bekommen, was ich ziemlich scheiße finde, ehrlich gesagt. Eigentlich hatte ich ihm die schon entfernt. Mit ein bisschen Glück. Mit ein bisschen Glück könnte ich ihn erledigen, so. Aber jetzt muss ich echt konzentriertes Feuer auf ihn regnen lassen. Wir haben nicht mehr viele. Wir haben nur noch die drei Leute. Ja. Das wird nicht reichen. Ich glaube, die Zombies brauchen länger, um hier hinzukommen. Deswegen kann ich mich auf ihn konzentrieren jetzt. 50% ist doch echt albernst. Aber guter Treffer, muss ich sagen. Leider nicht wirklich viel Schaden. So eine scheiß Panzerung, ey. Finde ich ziemlich, ziemlich gemein, ganz ehrlich. Dass da die Panzerung jetzt noch zählt. Obwohl es eigentlich nicht dürfte. Ich habe sie mit mir weggesprengt. Eigentlich hätte ich sogar extra Schaden machen müssen, deswegen. Das wird kein Treffer. Und mit welcher Leichtigkeit er da ausweicht, der Drecksack, ne? Ist ja unglaublich. Kann ich irgendwas verbessern? Ich kann nicht mal einen Heavy Shot machen, der hat den nicht. Aber ich muss darauf plädieren, sie muss das machen. Was sie noch machen könnte, ist sich irgendwo hochhangeln und ihm noch eine Granate verpassen. Oder als Geist hier durch. Und vielleicht hier hin und ihm eine Granate verpassen. Aber er kann dann einfach hier hinschweben und sie wegballern. Das wäre nicht so cool. Da 100%, da 100%. Also die wird man auf jeden Fall killen. Instant. Warte mal, warum nicht? Ja, perfekt. Perfekt, Leute. Das ist 100%. Wir machen eine Killstreak. Und damit kann ich die jetzt einfach wegballern. Und das Problem ist aus der Welt. Ich kann dreimal hintereinander jetzt locker feuern. Weil jeder ist 100% Trefferchance.
Und ich kriege ja immer wieder die Punkte dafür ersetzt. Dann ist er dead. Das ist großartig. Das beste Einsatz der Kill-Serie, finde ich. Beste Verwendungszweck. Einfach die kleinen Pisser weg, die Piesler, und ihn dann nochmal hoffentlich jetzt treffen. Das wäre nämlich jetzt noch schön. Leider kostet das sehr viel Munition, aber die zahle ich gerne. Oh, sie hat Licht. Oh. Wirklich? Die hätten wir jetzt gebraucht, Mädchen. Der hätte noch sitzen müssen. It's still moving. Oh well. Das ist der letzte. Ich muss ihn nicht bewegen und ich will ihn nicht bewegen. Ja, doch, ich will ihn eigentlich weiter bewegen. Aber wenn er ihn versucht, jetzt hier abzuballern, wäre es halt echt schlecht. Dann gehe ich hier hin. Ich muss zu dem Lanzenträger, der darf keinen mehr töten. Ich meine, hier sind noch drei. Wenn er jetzt den nicht abballert, also die Frau. Das noch mal, ja. Okay, sie rennt weg. Besser. Bitte nicht feuern, bitte nicht treffen, bitte nicht treffen. Oh Gott, nein! Wow. Jetzt könnte sie insta-killen. Ah, Reflexschuss. So ein Vergeltungsschuss. Wow, der war aber getroffen, eigentlich. Das war nicht fair. Das war nicht fair. Das ist gut. Das ist schlecht. Das war gut. Unantastbar. I love it. I love unantastbar. Weil er einen Kill gemacht hat. Großartig. No, 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 no. Ich bin dran. Yes! Yes, 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 yes. So, du Drecksstück. Hallo? Ah, okay. Auf jeden Fall wirst du jetzt damit extrem schön abgeballert. Ich will deine scheiß Rüstung weg haben. Weil damit wird auf jeden Fall drei entfernt, meine ich. Nur zwei? Really? Oh well, muss reichen. 10 noch. 10 Schaden, die kriegen wir hin. Okay, Viridian. 90% nur, wow. Wirklich? 90%? Du willst mich verarschen. Was? Was? Das ist noch 75. Ich meine, wie viel würdest du mit dem Schwerthieb machen? 100% Trefferchance, 7 bis 9. Nein. Aber absolut nicht. Niente nada, nix dran. Weißt du was? Ich flankiere dich jetzt einfach. Heading out. Und dann baller ich dir sowas von den Hintern weg, dass du nicht mehr bis 3 zählen können wirst. Ich wollte doch nur mal sicher gehen, deswegen den Double Shot, aber das ist geil hier. Ich bin eine Ballerie. Ja, jetzt nimm mir, mein Freund. Jetzt bist du ziemlich todisch. Okay. Einfach, damit du noch mal ein bisschen noch mal draufballern kannst. Ich will das Vieh jetzt tot sehen. Das wird die Runde nicht überstehen. Wir haben so viele Leute, die draufballern können. Du hast noch ein Beacon. Warum? Sie hat ein Beacon am Gürtel, aber ich kann es nicht einsetzen. Wollt ihr mich verarschen? Das ist ja echt mal lame, ne? Es wird angezeigt, dass es am Gürtel ist, aber ich kann es nicht einsetzen. Das ist ein Bug, Leute. Das ist wirklich ein Bug. Ein unschöner Bug. Irgendwann ist ein Bug schon mal schön, ne? Aber. Na komm schon. Die Verteidigung von dem Vieh ist auch recht heftig. Es ist so. Ach, so wunderschön einfach. Oh nein. Ach so, jetzt kommen die nur noch. Aber die müssen direkt auf uns zulaufen, glaube ich. Das heißt, wir haben alle anderen Aliens besiegt. Ich denke doch, dass der auf uns zulaufen müsste. Hm. Ich will jetzt gerne vorlaufen, damit er mich sieht. Das wäre der perfekte Zeitpunkt für ein Beacon, meint er nicht auch? Und los geht's! Also er kann hier zumindest Deckung geben. Wenn sie sowas Dummes tut. Sie wird dahin laufen müssen. Leider wird sie die Person nicht retten können, aber. Ich habe nur noch zwei frei. Wir müssen immer noch daran denken, dass unsere Soldaten ausgebildet sind, also Ausbildung benötigen und das sehr teuer und sehr aufwendig ist. Okay, du darfst noch. Das heißt, du kriegst noch einen schönen Feuerschutz. Und du am besten auch.
Bestätigt. Überwachung läuft. Ich muss sie schützen, denn der Typ wird jetzt angerannt kommen. Ich hoffe, er kommt wirklich in unsere Richtung hier. Da gibt es jetzt einen schönen Overwatch-Schuss. Mit ein bisschen Glück crittet er ihn tot. Dann haben wir gewonnen. Das war eine spannende Mission, Leute. Also, wow. Ich hätte nicht gedacht, dass sie uns noch so viele Herausforderungen hier raushauen. Es tut mir ein bisschen leid, dass ich die DLCs nicht mit reinbringen kann. Aber stell dir mal vor, hier wäre so eine Gruppe gewesen. Da hätte ich ehrlich gesagt keinen Bock drauf gehabt. Hier kamen sie alle von allen Seiten gleichzeitig. Und das war richtig, richtig gefährlich für uns. Und richtig böse. Der kommt gar nicht so weit, ne? Na gut, du kannst ja hier. Wem geben wir den Kill jetzt, ist die Frage. Wer braucht ihn noch? Eigentlich braucht ihn hier unsere Heavy-Duty-Frau. Weißt du was, der wird in dieser Runde sterben. So oder so stirbt er diese Runde. Ja, wir sind jetzt mal ein bisschen unvorsichtiger. Ein bisschen Roomba-Style, der ja alle nur in der freien Wildnis umlaufen lässt und trotzdem gewinnt. Was ich immer ein bisschen gemein finde. Weil XCOM ist eigentlich sehr, sehr böse zu einem. Vor allem, wenn man so doof ist. Das war wunderschön, Mädchen. Ich hoffe, du kriegst jetzt eine Beförderung, weil die hast du dir eigentlich verdient. Mit so einem schönen Kopfschuss. Check it before you get too close. Ja, würde ich auch sagen. Schieß nochmal rein. Keine Beförderung. Oh, Leute, das war heftig. Status bestätigt. Doch, Beförderung! Yes! Yes, Leute, yes, yes! Da hat es gelohnt, sie mitzunehmen. Großartig! Dämmerner Dolchstoß, yay! 8 von 13 gerettete Zivilisten. Benötigt Runden 8. Ja, sehr gut. Für jeden Zivilisten eine. Ein verwundeten Soldaten. Ja, Maddie hat es ganz schön abbekommen, leider, aber wir haben noch ein paar Sniper. Zur Not nehmen wir Toro nochmal mit. Oder wir haben noch eine Maddie. Ha. Ich glaube sogar noch zwei Maddies. Neuer Rekord im getötete Feindebrunnen 1,75. Durchschnittliche Deckungsbonus 30%. Eine ganze Menge. Trefferquote 83%. Sehr, sehr schön. Viridian, die meisten Angriffe größte verursachte Schaden. Am häufigsten angegriffen wurde ja da der Melli und dabei zum Weg hat sich auch Viridian. Wow. Also Viridian ist hier so der MVP, ne? Most valuable player. Meisten Abschüsse, macht den meisten Schaden. Also man muss echt sagen, die Schrotflinten in diesem Spiel sind genial. Im ersten Teil fand ich immer noch so ein bisschen meh, weil der Malus, den die auf die Entfernung hatten, immer noch viel größer wirkte für mich. Wurde von mir fast nie getroffen und man musste immer viel, viel näher ran und so. Und das finde ich ja nicht so gut. Aber hier? Wow. Genial. Und dann dieser Schaden, den die raushauen. 8 bis 10 einfach mal so. Und dann schöne Crits noch. Bam. Richtig, richtig, richtig gut. Gefällt mir. Hier hört ich auch gerne ein Action-Game, ne? Aber ich fand leider die Umsetzung, die eine, nicht so gut. 8 Tage, wow. Aber mit Glasar, ihr seht's ja. Aber hier ist, das ist super. Da sieht man wirklich aufgetragen, wie das mit dem Schaden ist. Das ist super. Ich hätte jetzt gerne noch so, das hier ist Rüstung oder so gewusst. Und das hier ist ihre wirkliche Lebensenergie. Naja. Aber es hat sich schon verbessert. Dank der Bemühungen des Kriegszentrums, neue Fähigkeit, sichere Deckung. Wenn du diese Runde nicht angegriffen wirst, gehst du automatisch in Deckung. Aber das wusste man schon, das hatte sie schon. Das scheint nochmal aufzuploppen jetzt durch die DLCs oder so. Muss es resettet worden sein. Also nur nochmal die Info. Explosive Mischung. Die Granaten richten mehr Schaden an. Das kann nett sein. Oder Kettenschuss. Schieße mit einer minus 50% von Metern Zielsicherheit. Wenn du das Ziel triffst, schießt du automatisch nochmal darauf. Ja, aber wahrscheinlich auch wieder mit minus 15%. Ganz ehrlich, ich habe irgendwie das Gefühl, die explosive Mischung wäre hier schön. Aber genauso habe ich es ja auch bei Dings gemacht, bei Etokles. Vielleicht sollte ich hier mir mal den Kettenschuss gönnen, aber sie ist halt auch nicht wirklich zielsicher. Die hat nur 73 Zielsicherheit. Nee. Melli hätte das gebrauchen können. Die hat 100 Zielsicherheit alleine. Standard. Wir nehmen die explosive Mischung. Warte mal, das geht für alle Granaten, ne? Also auch für... Gegen feindliche Ziele, besonders Granaten, keine erhöhten Umgebungsschaden. Okay, der Explosivschaden ist im ganzen Explosionsradius gleich. Ja, das ist cool. Finde ich gut. Man hätte es auch so machen können, dass sie jedes Feld. Sorry, ich bin ins Mikro gekommen. Dass sie jedes Feld ein bisschen weniger Schaden machen. So wie bei Shadowrun zum Beispiel. Aber warum? Okay, cool. War doch eine gute Mission und doch noch sehr spannend, finde ich. Boah, welcher Panzer ist so krank, ey. Ausgezeichnete Arbeit. Vor allem, weil wir keine Verbesserungen mehr bekommen. Ihre Bemühungen stärken die Widerstandsbewegung auf der ganzen Welt. Oh, die Vorratsbelohnungen sind gestiegen. Das ist nice. Der Widerstand in Ostamerika ist Ihnen für Ihre erfolgreiche Abwehr des Alien-Vergeltungsschlags dankbar. Dank des fortwährenden Schutzes durch XCOM kann der Widerstand weiter wachsen. Jawohl. Ja, das werden wir erstmal speichern, Leute. Puh, heftig.
Okay, was noch? Wir haben wenig Informationen. Ja, ich weiß auch nicht, wie wir noch mehr herbekommen sollen. Ist auch gerade nicht so schlimm. Ich könnte ein bisschen scannen gehen dafür. Aber ganz ehrlich, Wissenschaftler als Belohnung. Nicht jetzt. Ich werde jetzt noch das hier fertig machen, die Vorräte. Eventuell können wir den Wissenschaftler noch holen. Brauchen wir nicht unbedingt, ehrlich gesagt. Weil warum? Wir haben nichts mehr zu erforschen, wirklich. Das heißt, eigentlich wäre jetzt entweder scannen für Informationen angesagt. Strategische Ressource gefunden. Also die Vorräte, auch wenn sich in dieser Region noch immer Hinweise auf nach der Invasion entstandene Siedlungen finden, ist das Gebiet größtenteils unbewohnt. Wir haben mit Hilfe des Zentralcomputers der Avenger mögliche Positionen von bewerbbaren Ressourcen ermittelt und konnten so ein paar Vorräte in den nahegelegenen Gebäuden ausfindig machen. Ja, super. Aber ganz ehrlich, ich glaube, das Beste wäre, wenn ich erstmal noch so eine Facility angreife und platt mache. Das wäre eigentlich mit das Beste. Kontakt herstellen ist halt ein bisschen blöde, weil das hier kostet schon mal 60 Info. 60 Info. Das können wir verringern, indem ich hier einfach sowas baue. Wo müssen wir noch was haben? Hier brauchen wir was. Bestens bewaffnet. Aber wir brauchen halt einen zusätzlichen Verbesserungsplatz. Das ist geil. Wow. Wow. Das heißt, wir brauchen die beiden noch. Und zwei von den Türmen. Wow, das ist richtig cool. Wir können hier einen der Türme bauen in Westasien. Kriegen dort um einiges mehr Ressourcen. Wir können hier theoretisch auch noch einen bauen. Wir haben genug. Wow, Spionagering. Alle Informationsbelohnungen bringen 25% mehr. Wäre auch interessant. Dafür bräuchten wir aber auch noch zwei. Puh, okay. Was haben wir hier noch? Dienst an der Menschheit. Können wir sagen, kostet 10 Vorräte. Nee, das ist nicht so geil. Gebäudezug können wir theoretisch noch machen. Aber ich will vor allem das hier machen. Das hier ist ja echt ein wichtiger Eintrag. Codex Hirnkoordinaten. Und ganz wichtige Story-Mission. Mache ich schon in der nächsten Session. Also ganz ehrlich, ich will hierauf hinarbeiten. Weil das würde uns stark verbessern. Deswegen machen wir das hier mal. Setze Kurs auf West. 150 Vorräte kann man sich jetzt mal erlauben. Dann kriegen wir jedes Mal 98 mehr. Das heißt, wir sind schon bei über 800 Vorräte, die wir jeden Monat bekommen. Und hier, das kostet weniger Infos, was für mich halt am wichtigsten ist. Plasma Blaster, Und in Verwendung von Technologie, die auf der Plasmawaffentechnologie der Aliens beruht, haben wir eine Methode zur Erzeugung eines gewaltigen, fokussierten Plasma-Energie-Impulses entwickelt, der Ziel in seinem Weg zerstört. Interessant, das wäre das für ein Etokless. Genauso ist Nadinchen jetzt besser geworden. Können wir dich noch ausbilden? Ich kann echt alles lernen. Kann garantierten Psychischaden hinzu, ignoriert Deckung und Rüstung. Kann der. Das ist geil. Das ist eigentlich extrem geil. Ziemlich cool. Achso, da können wir nur das verbessern. Okay. Oder die Verbesserungen uns anschauen. So. Also ich denke mal, das ist taktisch das Klügste. Oh nein. Avatar-Projekt schon wieder? Okay, wir werden Avatar angreifen. Die Aliens kommen der Fertigstellung dieses Avatar-Projekts immer näher. Wir müssen sie um jeden Preis aufhalten. Okay, hiernach werden wir sofort zu einer Facility angreifen. Höre sie laut und deutlich! Sieht man mal die Vorräte, großartig. Das heißt, es müsste jetzt eigentlich alles günstiger sein, außer das hier. Das ist noch 60 Info, 30 Info ist ja leider Minimum. Genau, mal Verbindungsstrecke zum nächsten Funkrelais, 30 Info. Das hier ist noch 60 Info? Oh, okay. Aber ist nicht so schlimm, das hier ist das Wichtige, das und das. Und das hier sind 30 Info. Okay, also wir bräuchten 30, 60, sind 90, sind 120, nochmal 60 momentan, 180 Info. Und das hier sind 240 Info bräuchten wir noch, so wir kriegen wir die hier nicht mehr. Okay Leute, wir werden jetzt einen angreifen, ich weiß nicht welchen. Wir können die Facility angreifen. Feuerachse Wissenschaftler wäre halt auch cool, aber lohnt jetzt nicht. Wir müssen das Avatar-Projekt zurückschlagen. Wisst ihr was? Die hier ist schon so lange da, die wir hier sind. Elite-Offizier, die Schildträger, die Soldaten, Sektopod, Torwächter, Kodex. Ein Kodex, das ist gut, aber Sektopod und Torwächter ist nicht so geil. Setze Kurs. Aber egal, wir können uns ja Zeit lassen dafür. Dafür können wir uns Zeit lassen. Ich denke, das werden wir noch machen heute. Also ich werde das heute noch machen in der Session. Okay. Wir haben
Sie hat ein Beacon, das wussten wir. Ja, bei ihr wird das Beacon nicht angezeigt. Ich verstehe nicht warum, aber das war bugged. Das Imitationsgerät. Frag mich nicht warum. Ich hoffe, das ist jetzt nicht mehr buggy. Weil das war echt ärgerlich eben. Das hätte sie nämlich noch ein bisschen besser den Arsch retten können. Ansonsten geben wir ihr das Beacon halt. Da kriegt sie was anderes. Hat sie noch was Schönes? Wirklich. Noch ein Medkit wäre vielleicht ganz gut, aber... Ich möchte jetzt noch was untersuchen, und zwar... PKS ist offen. Wie kann ich die nochmal reinbringen, PKS? Ich meine, die Waffen sind doch alle nee, das sind die Waffen nicht verbessert. Die haben wir noch ein Plasmagewehr, das verbessert ist. Erzielsicherheit und Fehlschussschaden. Magazingröße und Sofortkillchance. Okay. Ich weiß nicht, warum sie sich da gerade bewegt hat, aber gerade ist so ein bisschen buggy. Magazingröße ist gut und Sofortkillchance ist eigentlich auch ganz gut. Kann ich die Waffen nochmal verbessern? Hast du alles? Ja, du hast auch zwei Sachen. Ich weiß gerade nicht mehr, wie man das PKS da reingibt. Wie man ihm das dazu was gibt. Ich weiß, dass es irgendwie ging. Ah, hier. Okay, wir haben die Beweglichkeit und wir haben Konditionierung. Mehr TP. Wer braucht mehr TP? Hier ist nochmal weg. Hier brauchen wir jemand anderen. Ach ja, der Scharfschützen fehlt uns ja jetzt. Ich glaube, ich nehme lieber... Der Paint wäre eigentlich auch gut, aber der ist nur Captain. Aber eigentlich wäre er ganz gut dabei. Er hat eine persönliche Kampfdings mit Wille. Ja, ist klar, warum. Hat sich schon ein paar Mal abgedreht. Waffenverbesserung. Schon so Bonusschaden, kostenloses Nachladen. Kostenloses Nachladen ist ganz gut für den Scharfschützen. Und von oben Abschusszone. Also er hat die wichtigsten Punkte schon. Ausrüstung. Du hast eine Bewacherrüstung. Ich will aber, wenn, dass du einen ordentlichen Anzug hast. Spinnenanzug hat einen Kletterhaken. Wir haben eine bessere Rüstung. Wir können auch hier noch eine bessere Rüstung dafür herstellen. Nicht hier. Oh, damn it. Ja, die müssen wir erst bauen. Oh well, da muss man halt damit klarkommen. Aber ich hätte... Das ist halt die Frage, ne? Können wir ein Medkit haben, wenn du willst. Also eine bessere Rüstung sollte er schon haben. Warte mal, was haben wir? Was hat er? Ausrüstung. Bewacherrüstung. Ja, die ist aber die beste eigentlich. Und hier gibt es im Moment noch ein bisschen Panzerung. Okay, wer braucht noch ein PKS? Du könntest eins gebrauchen. Hast du einen? Ja, überragender Wille. Das ist großartig und das brauchst du auch. Du hast gar nichts. Ja, du könntest mehr Trefferpunkte zum Beispiel bekommen. Für das Ausweichen wird er vielleicht besser. Du hast auch nichts. I don't know. Ich weiß halt nicht, für wen das alles am besten wäre. Du hast Ausweichen 0. Du kriegst die TP. Warum? Weil es so ist. Und er bekommt das Ausweichen. Weil er ist immer relativ nah dran. Er muss immer relativ nah ran. Ja, will ich. Ist okay, ist cool. Mehr Ausweichen ist super. Okay. Ich denke mal, wir nehmen die Truppe mit. Am liebsten hätte ich noch einen Scharfschützen dabei, aber der Paint muss jetzt reißen, Freunde. Der Paint, der muss. Der muss hier abgehen. Wisst ihr was? Ich gehe auf Nummer sicher. Aber er kann das Beacon nicht gebrauchen. Nee, 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 ist schon so gut. Du hast den... Er muss nah ran. Das ist ganz wichtig. Er muss nah ran. Aber er hat ein bisschen mehr Lebensenergie. Das ist schon mal gut.
Okay, Leute. Wir starten die Mission und dann werde ich natürlich wieder den Part beenden. Dann werden wir in der nächsten Mission, in der nächsten Mission würde ich diesen Part angehen, ja. Yay, Teameinsatz. Ist aber echt wichtig, dass wir diese Station ausräuchern. Wir rücken aus, um eine Hochsicherheitseinrichtung von Advent hier im Gebiet zu vernichten. Dem Widerstand nach werden in der Einrichtung Forschungen fürs Avatar-Projekt durchgeführt. Nähern Sie sich dem Ziel und platzieren Sie die X4-Ladungen. Sobald Sie scharf sind, gehen Sie auf sichere Distanz und ich hätte Etokles mitnehmen sollen. Nicht sie. Sie ist zu unerfahren. Etokles hätte ein bisschen besser reinhauen können, denke ich. Wir haben mehr Granaten mit ihr, das ist schon cool. Und ihre machen jetzt sogar mehr Schaden. Also seine auch, seine machen genauso viel Schaden, er hat auch so plus 2. Deswegen macht die Blendgranate ja 2 mehr, aber. Minus 1,5 Zielkoordinaten eingegeben. Gehen Sie in Position und platzieren Sie die X4-Ladungen. Notre position est camouflée. Ja, wir sind verborgen, sehr gut. Ja. Wie gesagt, ich werde jetzt den Part beenden. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Und wir sehen uns nächstes Mal wieder, wenn es wieder das Let's Play XCOM 2. Wenn ihr gerne weiter solchen Content sehen möchtet, lasst mir doch eine Bewertung da. Und ja, dann wird auch wahrscheinlich mehr davon kommen. Bis zum nächsten Mal, Leute. Tschüss.